Guten Morgen und willkommen bei Tiller Digitals Freitagscafé. Mein Name ist Karin Zwurtiller und ich bin die Gründerin von Tiller Digital. Ja, heute wollte ich mit euch ein Thema besprechen, was ich auch häufig in Diskussionen mit Kunden so bearbeite, nämlich wie teste ich einen Online-Kurs? Warum du einen Online-Kurs überhaupt testen sollst, ja, auch gute Frage. Aber es ist so, nicht? Als Experte kennt man ja seine Inhalte sehr gut, ja. Aber diese zu vermitteln ist wieder eine andere Geschichte, ja. Das heißt, ja, es ist jeder erste Durchgang eines Kurses, ein sogenannter Beta-Kurs, ja, ist auch immer ein wenig ein Testen, ja, inwiefern die Inhalte auch wirklich verstanden werden, ja. Weil das sollte ja Sinn und Zweck sein, ja, dass wir unsere Kunden ja weiterbringen. Und ein Test, ja, grundsätzlich, egal was du testest, ja, sollte immer unter möglichst realen Bedingungen stattfinden. Ja. Was heißt das? Ich höre nämlich häufig, ja, dann mache ich den Beta-Kurs quasi, den biete ich dann umsonst an, also kostenfrei. Und kann ja so testen. Schlechte Idee, möchte ich an dieser Stelle ganz klar und deutlich sagen. Ja, weil das ist kein Test. Ja, kein Test unter realen Bedingungen, wenn du deinen Online-Kurs, ja, später nämlich kostenpflichtig anbieten willst. Warum? Ja, es ist nun mal ein grober Unterschied, ja, ob Leute, ja, also potenzielle Kunden, an einem kostenlosen Kurs von dir teilnehmen oder auch wirklich bereit sind, dafür Geld auszugeben. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ich sage vielleicht relativ schnell einmal, naja, da mache ich halt mit bei dem Kurs, ja, weil es ist ja kostenlos, ja. Aber du testest damit gar nichts. Du testest damit auch nicht, ob es eben eine Bereitschaft gibt, Geld auszugeben. Und das ist aber wesentlich, ja, für den Erfolg deines Online-Kurses. Das musst du im Vorhinein herausfinden. Und das geht eben nur, ja, indem auch dein erster Kurs, ja, etwas kosten darf. Der darf ja günstiger sein, klar, ja, als dann der normale Preis, ja, später einmal. Aber er sollte zumindest bepreist sein, weil es kommt ja noch was anderes dazu, nämlich, dass ja Leute, du musst mit einem Kurs, ja, wirklich ein Problem lösen, ja, ein echtes Problem. Und für echte Probleme sind Kunden sehr wohl bereit, auch Geld auszugeben, weil sie eben ihr Problem gelöst haben wollen. Aber das ist dann kein, ja, mache ich jetzt aus Spaß, ja, oder wie auch immer, ja, wenn sie das kostenlos machen. Beispielsweise, du musst ja nur von dir selber ausgehen, ja. Beispielsweise, nächste Woche findet mein Sommertag statt übrigens, ja, kostenfrei, ja, aber das ist kein Test, ja, das ist auch kein Kurs, okay, es ist eine Stunde geballter Input, ja, natürlich auch mit Fragemöglichkeit von dir zu eben 10 Online-Angeboten, die du anbieten könntest, ja, so. Und wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen, ja, dann freue ich mich natürlich, ja, wenn du kostenlos dabei bist, ja. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel als Kurs machen möchte, ja, oder eben das Angebot kostenpflichtig machen möchte, dann wäre das für mich jetzt kein Test, ja, ob du auch gleichzeitig die Bereitschaft hättest, dafür etwas zu bezahlen. Also man muss auch oft nur wirklich von sich selber auch ein wenig ausgehen. Mir ist es nur wichtig, ja, dass du, wenn du einen Online-Kurs erstellst, ja, dass du auch daran denkst, diesen zu testen, aber eben unter realen Bedingungen. Und das bedeutet auch, dass auch der erste Durchgang deines Online-Kurses einen Preis haben muss. Ja? So, mit solchen Dingen beschäftigen wir uns übrigens auch in meinem Kurs, ja, was Kunden wollen, Programm. Und da ist der erste Durchgang
gerade fertig geworden. Das war der Beta-Kurs, ja, mit vielen Erkenntnissen. Es war vielleicht für mich ein wenig leichter, mit die Inhalte zu erstellen, weil das teilweise Inhalte waren, die ich seit Jahren, Jahrzehnte, auf Unis auch unterrichte. Ja, natürlich angepasst an Einzelunternehmer, klar. Ja, und was ich eigentlich mein ganzes Leben lang gemacht habe. Also das erleichtert natürlich die Sache, ja, aber trotzdem waren für mich auch viele neue Erkenntnisse dabei, ja, und auch die Rückmeldungen, das Feedback, ja, war wirklich interessant, wo ich auch viel gelernt habe, ja, dass zum Beispiel die 2 Workshop-Tage, ja, enorm wichtig waren, ja, und die Teilnehmerinnen wirklich weitergebracht haben, ja, und sie davon ganz begeistert waren, war mir gar nicht so bewusst, ja. Also es ist natürlich immer die Außensicht und die eigene Sicht ganz was anderes, logisch. Ja. Jetzt starte ich dann eben mit dem zweiten Durchgang des Was-Kunden-Wollen-Programms. Der startet am 14. September. Und wenn du da dabei sein willst, ja, dann gibt es noch bis einschließlich Sonntag in einer Woche ein Frühbucherbonus, ja, das heißt, wenn du jetzt buchst in diesem Zeitraum, ja, ersparst du dir auch etwas Geld, ja. Das Ganze ist übrigens kein Selbstlernkurs, es ist wirklich stark betreut, auch war auch ein Punkt meiner Teilnehmer, der sehr stark betont wurde, also man merkt auch, ja, wo die Prioritäten liegen etc. Und natürlich, ja, weil das eben ja auch ein Kurs ist, der, wo du wirklich was umsetzen sollst, ja, also nicht nur konsumieren, ja, ist natürlich die Betreuung ganz wichtig dabei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dabei wärst. Und wenn du noch Fragen hast sonst zum Testen deines eigenen Online-Kurses etc., dann schreib mir einfach einen Kommentar hier drunter. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon ein schönes Wochenende. Ja, und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Dila Digitals Freitagscafé um 9 Uhr oder vielleicht schon eben am Donnerstag im Sommertalk. Ich werde beide Links dazu zum Sommertalk, der kostenlos ist, unten im Kommentar verlinken, genauso auch wie zum Frühbucherbonus, der für den Was wollen Kunden Kursprogramm, ja, ich nenne es Programm, weil es eben betreut ist, ja, damit es da keine Missverständnisse gibt, verlinke ich auch im ersten Kommentar. Also, alles Liebe und bis bald!